Moin moin liebe Leute, ihr seid gegrüßt, herzlich willkommen zum Wochenstart hier auf der Nordfriesischen Marsch. Danke fürs Reinschalten, moin moin. So, was machen wir Schönes? Ja, der ein oder andere, der im Livestream vielleicht gestern nicht gesehen hat, wird jetzt hier erstmal vor neuen Tatsachen gestellt. Kurzen Gesamtüberblick würde ich einmal geben. Und zwar, was haben wir gemacht im Livestream? 5 Stunden lang. Krass. Wir haben Feld 23, 36 fast fertig gedroschen, da ist ja Vermehrungsgras drauf. So. Und dementsprechend ja, haben wir da fast alles gedroschen, bis Regen kam. Dann haben wir alle in unserem Besitz befindlichen Grasfelder gemäht. Immerhin 21 und 27 sind auch schon abgesammelt. Wir sammeln aber immer noch Gras an Feld 40 und an Feld 53. 53 war bisher fürchterlich nervig. 40 ähnlich blöd. Dann 25 haben wir noch gar nicht berührt. Da müssen wir noch Gras sammeln. Aktuell regnet es, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, dass wir das alles wegsammeln. Und dann haben wir angefangen, also wir haben neue Häcksler gekauft, tatsächlich 2 John Deere Häcksler. Einmal den, den ihr eben schon gesehen habt, einmal den 9900i, der später eher dann mal für Mais gebrauchen wird, oder ich muss noch mal gucken, ob wir ein Pickup-Ding dafür finden. Aktuell haben wir gleich den 8600i hier im Einsatz. Das werden wir gleich mal starten, nachdem wir erstmal kurz geguckt haben, wo diese unterwegs sind. Denn wir wollen natürlich weiter Gras sammeln. Das ist das Ding für heute, für morgen, für Mittwoch. Und ja, mal gucken, wie viel wir da noch brauchen. Die fahren jetzt erstmal los. Der eine fährt zum Sammeln, der andere fährt ab. Das sind die beiden. Dann haben wir hier leider bisher die größten Probleme auf diesem Feld. Ich weiß nicht genau warum, wir haben es im Stream auch jetzt nicht so richtig rausgefunden. Was jetzt hier an meinen Einstellungen quer hängt, Grinder und Zuchtfermenter befüllen. Der Kurs ist eigentlich gut. Weil ich nicht genau weiß, wo wir waren, würde ich sagen, fangen wir hier vorne an zu sammeln. Mit der Bahn. Ja, das heißt wirklich sammeln, 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 was das Zeug hält, weil mit jeder Minute Regen, glaube ich, warte, verschwindet mehr. Der sollte auch noch aufgetankt werden. Ja, verschwindet mehr Gras durch den Regen. Ne? Haben wir natürlich nicht gewusst, dass jetzt hier so ein großer Regen ansteht. Sonst hätten wir vielleicht ein Grasfeld weniger gemäht. Nämlich im nicht gemähten Zustand wäre es ja logischerweise kein Problem gewesen. Hier aber in dem aktuellen Zustand schon schwierig. So, mit dem haben wir hier. Immerhin haben wir schon ein bisschen was weggesammelt, aber es ist immer noch überschaubar. Dann wollten wir noch unser Feld 37 düngen. Wir haben oben auch ein Rapsfeld gekauft. So, sammelt er. Sammelt. Da hatte ich, glaube ich, den Düngerscheuer in der letzten Sekunde losgeschickt, weil ich dachte, komm, da steht ja eh nur rum. Könnte er schon sein. Ja, der ist auch schon angekommen. Okay. Feld 37. Haben wir Feld 37 schon mal gedüngt? Das weiß ich allerdings nicht. Düngen 37. Tatsächlich haben wir das schon mal gemacht. Gerade sind zu viele andere am Rechnen. Wir fahren ihn einmal schnell mal zum Startpunkt. Ja, dann müssen wir drüben. Also da seht ihr, was noch über ist vom Vermehrungsgras. 3 Reihen ungefähr vom Drescher, also praktisch fast nichts. Eine vorgewendete Grasbahn haben wir gesammelt und der Pickup wollen wir gleich mal gucken, ob er schneller geworden ist. Ja, auch besser Peilung, glaube ich, ne? Obwohl, das ist noch ein alter Kurs mit nur einem Vorgewende. Ich lasse den einfach mal. Warte mal. Schmeiß mal 37 wieder raus.
machen den noch mal neu. Also fahren noch mal zu 37, weil das ist das Wichtige, das ist ja der wichtige Übergabepunkt. Der ist also hier, dann fahren wir noch einen Meter weiter ins Feld. Und dann gehen wir in die Kursgenerierung. So, 2, 20%, 30, passt. Ich weiß aber natürlich nicht, ob es hier noch geht. Speichern. Ja. Das gucken wir uns aber gleich in der Übersicht an. Ich denke schon, dass es noch einmal gehen müsste. Speichern, F37, düngen 30 Meter. So, geht. Passt. Gut, Leute, dann haben wir die Abfahrer wieder aktiv. Das wird, wie gesagt, da müssen wir viel, viel helfen auf jeden Fall. Der muss auch los. Davon müssen wir noch einen mehr irgendwo haben. Könnte der hier wohl sein? Tut mal gleich selber ab. Und aktuell haben wir für den Häcksler nur 3 Abfahrer. Ein vierter wäre sinnvoll, wenn das jetzt tatsächlich gleich funktioniert. Dann holen wir halt noch einen, ja, diesen John Deere mit dem Bergmann, oder wir kaufen einfach noch einen 9er Fan, finde ich, würde noch gut dazu passen. Gut. Jo, dann haben wir's. Dann noch den, da setzen wir uns jetzt selber erstmal rein, aber sehen wir mal, ne? 10 Minuten von der Folge. Brauchen wir schon wieder ganz gerne, um das Ganze hier überhaupt erstmal zum Laufen zu kriegen. Ach, das war ja auch ärgerlich. Ich wollte doch diesen neuen Bergmann noch mit reinnehmen. Passend für LKWs eben. So, man merkt, der kann jetzt 15 km/h fahren. Also muss man sagen, das ist einfach mal 50% schneller als vorher. Das glaube ich ganz gut. Das wird natürlich jetzt mit 3 Abfahren schwierig, deswegen denke ich, dass wir noch einen brauchen. Macht ja auch nichts. Hier ist ein bisschen blöd. Schön ist ja mit diesem Pickup-Schneidwerk, ne, dass man wirklich viel Platz zum Rangieren hat, weil man nicht so schnell ein Schneidwerk fahren kann. Weil die Breite ja echt überschaubar ist. Hat der denn Rotierung drin eigentlich?
Tada. Heute Abend, liebe Leute, wieder Big Farming. Na, falls ihr es noch nicht gekriegt habt, schauen wir heute Abend auf Twitch. Ich auf YouTube. Big Farming geht weiter. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen im Big Farming. Ob wir schon einen Kuhstall kaufen. Kann sein. Ja, den 1050 sollte aufgetankt werden. Da müssen wir echt gleich mal was machen. Also wenn die Meldung rausgeht, wissen wir eigentlich, dass er einen Autodrive übergeben hat. Wobei Autodrive ja eigentlich auch selbstständig tanken fährt, ne? Autodrive dann nicht ganz so panisch wie Horseplay. Weil eigentlich gibt es ja genug Tankmöglichkeiten für Autodrive. Ich glaube, gefühlt ist die Spitze echt schon weg, ne? Weil das so gerade aussieht, die Spattreihe, Leute. Ich glaube echt, dass die gefühlt die oberste Spitze von der Spattreihe schon weg ist. Und natürlich könnte man hier guten zweiten Hexer noch haben, ne? Ich könnte mir den LKW auch schicken, wobei ich eigentlich schon gerne auch diesen Bergmann-Auflieger kaufen wollen würde. Der fährt ja dahin, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Entfernungseinstellung passt, aber im besten Falle passt sie. Passt einfach besser zum Silageabfahren und noch haben wir ja ein bisschen Geld und wir wissen auch, dass wir auf ein leichtes uns Geld organisieren können. Müssen dann nur mal was verkaufen fahren. Schmeiße ich die Ladung jetzt erstmal in die Heutrocknung. Können wir den Trailer nämlich gleich da lassen und beim Shop einen neuen kaufen. Der hat auch glaube ich 15 oder 10 oder 15.000 mehr Kapazität, meine ich. Relativ lange von oben keine Meldung gekriegt, aber meistens stehen sie einfach irgendwo rum. Die melden sich gar nicht, dass sie gar nicht, also nur rumstehen. Deswegen ist der Inspektor-Mod eben auch so wichtig. Man sieht oben, ob es geblockt ist oder nicht geblockt ist. Normale, ne? Der ist das. Aber das ist ein bisschen anders gefärbt irgendwie. Ob so ist es fast passender zu unseren. Okay, normalerweise hat er 51,5, das stimmt gar nicht. Da würde ich, weil er nicht ganz so übertrieben ist, weil 84,5 ist auch von der Länge. 90.000.
So, ne? 416.000 nochmal ausgegeben für Fahrzeuge, Leute. Jetzt reicht's aber auch. Reicht mal. Das Ganze eigentlich nur, damit wir... Ach Gott, Big M stehen ja auch dämlich hier. Wir müssen aber gewartet werden. Stehen sie da? Ja, das ist eigentlich nur der eine Fan, sollen einen Bergmann-Trailer hier nehmen. Meinetwegen auch ein Klaas, egal. Hauptsache, da fährt noch einer mehr mit. Und der LKW kriegt den neuen Trailer. Einfach mal sehen wollte, wie das aussieht mit diesem Bergmann-Aufflieger. Für die LKWs, ob das passen würde. Man lenkt gerade auch die ganze Zeit in der Gegenlenkung. Minus 12 Grad steht der pauschal. Ist irgendwie nicht richtig kalibriert scheinbar. Ja nicht, ne? Das Lenkrad steht nämlich auf minus 12 Grad. Das heißt, der lenkt die ganze Zeit für mich gegen, ne? Irgendwas ist immer. Leute, irgendwas ist immer. Nerven. Auch wenn ich raustappe, das Lenkrad will sich einfach nicht kalibrieren. Das muss ich eh mal gesagt, ne? Einmal komplett nach links. Einmal komplett nach rechts oder andersrum. Dann sollte er sich eigentlich wieder einfangen. Ja, jetzt hängt er bei 1%. Das ist cool. Oder 1 Grad. 1 Grad ist natürlich, ja, das ist Optimum. 0 wäre perfekt, ich weiß, aber 1 Grad passt schon. Die Mittwochnachmittagsfolge weiß ich natürlich nicht, wie lang sie wird. Ich glaube, wieder nicht so lang. Das hängt ja ein bisschen immer, wie aktiv ihr am Start seid. Ich weiß, einige halten da immer die Fahne hoch. Andere sind da ein bisschen nicht so aktiv. Was hier auch krasses rumsteht, ne? Hat Werte hier noch am Shop rumstehen. Aber ansonsten finde ich der ganz schick hier. Ich würde mir auch vorstellen, dass wir bei großen Aktionen davon 2 Stück haben. Abziehfeld 23. So, und der zweite Fendt 942. Passend, weil wir einen hatten wir davon schon. Für den zweiten macht sich dann immer besser. Ich sage ein bisschen Fuhrparkmodernisierung auch einfach, ne? Jetzt habe ich doch wieder ein Kursplay aktuell hier mit eingedingst. Dieser doppelten Tastenbelegung. Ich glaube, die Bergmann sind für den ein bisschen zu groß, ne? Optisch. Wird, glaube ich, der Klaas besser passen. Aber der Bergmann hat ein bisschen mehr Volumen, also nehmen wir den. Sollen wir merken, 5 Abfahrer hätten wir jetzt eigentlich in dem Bereich. Wollen wir merken, den wird langweilig, den Abfahrern. Gut. Ne? Wir haben auch einen Krone noch, wir haben noch einen Klaas, warum kaufen wir einfach noch einen Pickup und fahren tatsächlich mit dem zweiten Häcksler auf das Feld. Weil wir müssen sehen, was. Ach gut, jetzt fängt er wieder an. Dass wie er schon auch richtig geschrieben hat. Ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte mich irgendwann gewundert, warum ist kein Gras mehr auf dem Feld. Ja, wie er schon geschrieben hat, verschwindet das Gras durch Seasons Regen. Und das wird natürlich nicht besser, ne? Schön, dass die Felder dann wieder sauberer werden, da wo ein bisschen Rand, also ein bisschen was übrig vielleicht war. Aber egal, die Leute, wir kommen zum Ende der heutigen Folge, sonst übertreibe ich wieder. Danke euch fürs Zuschauen, wenn es Spaß gemacht hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, freue mich, danke euch für euren Support und dann sehen wir uns, wer Lust und Zeit hat heute Abend, ab 19:15 circa, ich auf YouTube, Shelly auf Twitch. Ansonsten machen wir hier morgen um 15 Uhr weiter, ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.